Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Mountain Blade Warband Online auf den ZHG Server. Ja, ich habe Bock darauf immer noch und werde jetzt hier ein bisschen online zocken, allein, und die haben die Burg eingenommen. Nein, nein. Huch. Hey, cool, wir haben die Map gewechselt. Ist das die Burg, die ich ver... Wir haben die Map nicht gewechselt. Wir sind immer auf der gleichen Map und ich bin immer auch ein Verteidiger und ich habe vergessen, meinen Timer neu zu starten und oh, ich merke schon. I never doubted our victory. Kann ich nicht irgendwie... Kannst du das Tor bitte zumachen? Close the door, bitch! Close the door! Axtmodus! Nein! Was ist, Alter, warum? Hier ist Tor nicht zugemacht. Warum? Es ist schon wieder der feindliche Reiter in der Festung. Das ist doch blöd. Ach, Jesus. Leute, so können wir doch keinen Krieg gewinnen. Ich verfolge mal den Reiter. Mhm, ja, schön. Okay, du willst gegen schwergepanzerte Nordstorben kämpfen. Hast Angst? Versuchst mit dem Säbel zuzuschlagen, merkst aber irgendwie, dass du doch trotzdem in die Überzahl bist. Oh, fuck. Na, das ist deine Idee. Hab ich den angeschlagen? Hat die überhaupt getroffen? Ich dachte, hier daneben gab keiner. Oh, es sieht schlecht aus. Sogar unglaublich schlecht, weil sie das Tor offen gelassen haben, die Idioten. Herzlichen Glückwunsch. So wird man sich selbst ins Knie ficken. Genau so. Nein, ich werde dich tot axten. Ne? Hi, Reitpferd. Du warst im Weg übrigens. Wuhu! Ah. Komm her, Reiter von Isengard. Wenigstens habe ich einen ehrenvollen Tod gehabt. Und zwar in der Mitte geteilt in der Luft. Ach ja. Irgendwie dominieren die uns jetzt richtig. Die peitschen uns richtig aus und alles. Also, es ist... Echt? Krank. Der hat ja eine coole Rüstung. Und der eine hat eine Pistole. Ich weiß nicht warum. Naja, es ist die Zenders Hunter Skill. Was willst du da erwarten? Ah, wer Zender nicht kennt, der schaut sich das Naruto Mod Let's Play an. Da drin kommt Zender oft genug vor. Die Stadt, die in der... Ich glaube, in der Beta von Mountain Blade war die mit drin. Aber wurde entfernt, die Freistadt Zender. Ich weiß nicht, warum sie entfernt wurde. Ach, diese scheiß Bogenschützen. Ich weiß nicht, warum Sender entfernt wurde. Auf jeden Fall ist es eine legendäre Stadt eigentlich, und die Salzmine. Und die wurde seit Light in Darkness wurde die mit reingenommen und viele andere Mods. Sender ist einfach ein Wahrzeichen für Mountain Blade, glaube ich. Halt fürs Modding. So wie ich das mitbekommen habe. Also ich bin mir... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die war wirklich damals drin, Sender. Ich kann mich jetzt natürlich irren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe Mountain Blade sehr, sehr lang gezockt, aber leider die 1.0.1.11, also die Originalversion. Also halt nicht die Beta. Die Beta habe ich nicht gezockt. Also so gehört sich das. Ah. Jawohl, sehr gut. So gehört sich das zum Beispiel nicht. Tötet ihn. Aua. Oh, warum? Warum tötet das Sakura? Oh. Und weiter geht der Kampf. Der wilde Kampf um die Festung. In der nächsten Runde werde ich, glaube ich, mal ins... Welches Angreiferteam wechseln? Ich weiß nicht, ich würde gerne mal eine neue Map sehen, um ehrlich zu sein. Es ist doch langweilig, immer die gleiche Map zu spielen. Ja. Jetzt bereue ich, dass ich Chivalry nicht fertig runtergeladen habe. Sonst würde ich jetzt ein bisschen Chivalry mal zocken. Einfach auch mal, um es zu zeigen. Was ich jetzt vielleicht ankündigen könnte, ist, ich habe vor, einem Mod für Star Wars Empire at War zu Let's Playen, und zwar Republic at War. Das ist ein ziemlich cooler Mod. Und mal schauen, wann ich da zum Aufnehmen kommen, aufnehmen will. Ich tue gerade eben noch einen Mod reinfinden, der ist ziemlich cool. Wenn ich Pech habe, verliere ich die Lust am Mod. Wenn ich mich reingefunden habe, dann endlich mit ein paar Spielstunden. Und weil das gar nicht Let's Playen kann passieren, sollte aber eigentlich nicht passieren. Königreich Vigia hat die Burg eingenommen. Ich weiß nicht, bis zu welcher Punktzahl das geht, um echt zu sein. Wir spielen einfach weiter im Verteidigerteam ein bisschen. Und jetzt
Muss ich mich mal kurz muten für eine halbe Minute oder so? Ich muss mal kurz was trinken, mein Hals wird trocken. Moment. So, der Zuckerrohr ist wieder da. Aktiv und passiv, um euch zu unterstützen, um euch zu, was weiß ich, also ich rede gerade eben mit den Leuten hier im Spiel. Ihr interessiert mich doch gar nicht, meine YouTube-Community. Nein, ihr seid die Besten. Die mich wirklich verfolgen und meine Videos schauen. Ihr seid echt die Besten. Irgendwie. Aua. Ich habe einen Pfeil abbekommen, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön, um ehrlich zu sein. Nein! Tu etwas dagegen, tötet sie! Tötet es, bevor es Eier legt und Kinder bekommt! Au, natürlich wäre wieder mal ich getroffen. Wer denn sonst als der Spartaner Zuckerrohr? Den Stärksten muss man halt immer zuerst ausschalten. Schwächsten kann man in der Natur sowieso nichts mehr ausrichten. Wenn es du Stärksten übrig lässt, hast du immer noch das Starke am Ende. Keine Ahnung. Was wäre denn eure Meinung, wenn ihr jetzt was beantworten müsstet, wolltet? Also, schreibt mir das mal. Denkt ihr, es wäre ratsam, sich erstmal den Stärksten vom Hals zu schaffen mit vereinten Kräften? Oder erstmal die ganzen Schwachen zu besiegen, sodass dann der Stärkste alleine dasteht und... Wobei der Stärkste ja sowieso eigentlich immer alleine kämpft, ne? Deswegen wäre es eigentlich immer ratsam, den Stärksten oder die Stärksten in eine Falle zu locken und so schnell wie möglich zu eliminieren. Um den Sieg zu garantieren, dass die Schwächsten... Die Schwächsten können ja sowieso eigentlich nichts mehr ausrichten. Würde ich mal sagen. Wenn die Starken wechseln. Ja. Warum ist das Tor offen? Oh. He asked. And never an answer came through the door. Because his people were all dead. Ach, das ist blöd. Lass dich töten! Stirb doch endlich! Jawohl. Nein! Ich wurde... Wer? Wer ist einfach bloß meine Frage? Wo und wer? Ah, da oben. Ja, die Schlacht um den Hof ist... ist das geil. Die Frau im Brautkleid. mit der Langaxt. Es ist keine Frau, es ist ein Mann. Oh mein Gott! Was ist das cool? Oh, ich muss mich jetzt mal dran machen, Subnets zu erstellen und sowas als Subnet in dem Moment. Erstmal fotografiert. Mal schauen, ich müsste eigentlich wirklich jetzt mal damit anfangen und ein bisschen, ihr wisst schon, mich ransetzen, Subnails entwerfen und so. Wenn man das ja einmal hat, dann geht es ja relativ schnell mit GIMP und so weiter. Aber ich weiß nicht, mir fehlt da wirklich die Zeit dazu. Ich meine, mir fehlt ab und zu auch schon mal die Zeit, um Let's Plays aufzunehmen. No! Für Gondor! Meine Wurfaxt fliegt wirklich weit. Ach, nicht getroffen. Schnaps gesoffen! Das gilt aber auch für ihn. Ich muss aufpassen. Wow! Ha, noch rechtzeitig geblockt. Ich bin froh auf... Ich wusste einfach, dass es jetzt passiert. Warte mal. Ach, ich verteidige einfach. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Die Axt geht ins Pferd rein und das kickt mich dadurch zurück und ich kriege einfach mal mit das Schwert durch meinen Kopf durch. Oh, wir haben verloren. Wir haben echt schon wieder verloren. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Die Zender Hunter Skill scheint es echt drauf zu haben. Wie die abgehen, einfach abdrehen. So richtig Spaß und Gas und richtig rein. Bin gleich wieder gestern an die Burg an. Hey, und die Map wechselt. Das ist ja sehr schön. Das heißt, ihr seht sogar noch in der Folge und in der nächsten Folge dann die neue Map. Welche auch immer ausgewählt wird. Ach, keine Ahnung. Wir nehmen mal das Königreich Swardien. Das sind ein Infanterist, wie es sich gehört, und nehmen mal einen schweres Bastardschwert oder an zwei Händer. Da muss ich mir halt noch ein Schild dazu kaufen, aber
Wobei, eigentlich muss ich mir kein Schild dazu kaufen. Waffenreichweite 105, 110. Doch, ich nehme das schwere Bastardschwert. Nehme mir dazu zwei Päckchen Wurfpfeile mit. Dann ziehe ich mir noch hier die natürlich den Gambeson an. Ziehe mir noch Lederhandschuhe an. Gebe mir noch Lederstiefel. So richtig SM&M-Style. Und gibt mir noch so eine komische Haube. Und hier ist der Spartaner Zuckerrohr, der sich für den Kampf bereit erklärt hat. Hussa! Oh, das ist die... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es ist eine der Original-Maps. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, die andere Karte war auch eine Original-Map. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich spiele nur mal die Original-Maps, weil der Wolfpack-Server einfach keine Original-Maps anbietet. Ich habe kein Schild. Fällt mir gerade auf. Wow! Stürmt die Festung, meine verfluchten swadischen Kollegen. Sehr schön. Stürm du mit dem Schild nach vorne. Ich gehe hinterher. Wird der Schilde zuerst? Alter, willst du mich verarschen? Nein! Lass nicht zu, dass du mich tötest! Wow! Lol! Ork. Ich bin ein Orca. Was geht denn gerade eben in meinen Kopf ab, Mensch? Unglaublich. Leider wird zurückgestoßen. Ich würde mal gerne wieder so Helms Klammer oder so spielen. Das war früher auf dem Wolfpack-Server noch geil. Ganz früher. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, Mountain Blade Warband zu spielen. Wo ich auch mal auf... Alter, jetzt verpiss dich, Calvario. Könnt ihr jetzt euch bitte verpissen? Okay? Da gab es auf dem Wolfpack-Server... Noch nicht so viele Maps und da wurde auch oft so eine Herr der Ringe Map gespielt. Und zwar Helms Klamm und die war einfach. Au! Extrem geil! Super geil, um es genau auszudrücken. Und ja. Was anderes kann ich dazu jetzt gerade eben auch gar nicht mehr sagen, weil die Map war wirklich richtig, richtig geil. Da hat man richtig lange, richtig schön gekämpft. Das hat Spaß gemacht. Wow, Alter! Ich sollte aufhören mit dem Wurfpfeil an dir. Ja. Echt. Ich sehe schon den Spam in den Kommentaren irgendwann mal in 10 Jahren, wenn mal 100 Leute das Video geschaut haben. Und dann da steht, Alter, was nimmst du die Wurfpfeil die ganze Zeit in die Hand und wirfst, wenn du überhaupt nichts drauf hast, du Noob. Ja, sorry, ich habe vorhin am Bogenschützen getroffen. Deswegen habe ich gedacht, ich könnte damit auch... Nein, du kannst damit nichts reißen. Ja, okay, ich verstehe. Oh, du bist so schlecht. Ja, ich weiß es doch. Hör auf damit, sonst fange ich gleich an zu weinen. Oh, seht ihr, jetzt habt ihr mich beinahe zum Weinen gebracht, ihr verdammten Hater. Oh, no. Nee, nee, nee. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ach, jetzt komm, halt auf mir. Weißt du, ich hab das Problem. Vor allem der Kerl ist einfach bloß unfähig. Der da gekämpft hat. Der hat überhaupt nichts gebracht uns. Und ich bin reingegangen und bin den ersten schön angekattet. Nicht angeschossen heißt es, im Mittelalter angekattet heißt es. Und, oh, Leute, wir wollen diese Festung einnehmen und nicht verlieren. Wobei das wirklich ein richtiges Bollwerk ist. Oh, ich freue mich wirklich auf Bannerlord, wenn dann wirklich so Belagerungsgerät dazu kommt. Auch schon mit den neuen Gesichtsanimationen und so. Ich könnte eigentlich ja im nächsten Folge richtig mal dazu, wie es geplant haben und was ich davon halte, falls Leute nicht den Developer-Block hier verfolgen. Wobei ich eigentlich wirklich denke, dass meine Fans hier eingefleischte Mountain Blade Fans sind. Ach scheiße, was soll denn der Wix? Oh. Und entschuldigt auch meine verruchte Aussprache ab und zu mal. Fange ich das in der nächsten Folge an, ein bisschen darüber zu reden, was ich mir so wünsche vom Spiel und was ich so vermute. Und ja, kriegen wir da in der nächsten Folge hin. Würde mich nämlich echt mal dann eure Meinung auch interessieren. Falls ihr es mir überhaupt in die Kommentare reinschreibt. Kommt ja relativ wenig. Au! Oh, schade. Dark Lord of Byzantium. Wurde getötet. Hä? Was? Wie? Wo? Wann? Wo? Wo? Ich muss einen Cut machen. Also Leute. Ciao, ciao.